habe tolle Neuigkeiten für dich. Wir haben unsere Geschwindigkeit im Vergleich mit den Rivalen analysiert und es sieht aus, als wären wir sehr konkurrenzfähig. Weiter so. Ja, dankeschön. Herzlich willkommen zurück zu einer Let's Play Formel 1 2017 hier aus Kanada, weiter mit meiner Wenigkeit Glabur. So sauber, 280, was bedeutet denn das jetzt hier? Entwicklungsvergleich. Und wir sind ganz oben anscheinend, so wie es aussieht. Doch schön, oder? Ja, finde ich schön. Vielleicht auch nicht, aber ja. Ja. Ich würde sagen, wir gucken einmal, ob wir hier irgendwas empfohlen bekommen. Nein. Dann lassen wir es so, wie es ist. Wir sollten gleich unsere ersten Update-Sachen bekommen. Ich würde sagen, wir gehen zum ersten Training. Zack, ab nach Kanada, Leute. Ich freue mich. Monaco ist nicht so gut gelaufen. Viel Zurückspulerei. Ich bin heute noch... Wir sind hier live beim Circuit Chill. Ich bin heute noch sehr unzufrieden. Damit muss ich euch ganz ehrlich sagen. Ich war sogar am Überlegen, wo das Rennen schon veröffentlicht worden ist, rauszunehmen, neu aufzunehmen. Aber das geht ja leider hier nicht. Ja. Ich bin ein bisschen pissig über dieses Rennen, über meine eigene Leistung in dem Sinne. Also wir nehmen... Eigentlich braucht man so viel Speed wie möglich. Wir probieren erstmal wirklich so flach wie ein Brett das Ding zu legen. Und ich würde sagen, wir gehen einfach auf die Strecke. Während der Trainingssessions werden wir ein paar Programme durchgehen. Ich kenne das alles. Dadurch erhalten wir nützliche Daten für... Das finde ich zum Beispiel manchmal auch ziemlich lustig, wenn dann Formel 1 ist und sie alles wiederholen. Ja, letztes Wochenende war ja dieser spektakulärer Unfall mit Sebastian Vettel, wo einfach der Stroll ins Auto gefahren ist. Ja. Red Bull hat mal ein bisschen gezeigt, dass sie doch auf anderen Strecken doch ziemlich stark sind. Ja, sind wir mal gespannt, was da noch bei rumkommt diese Saison. Einer meiner absoluten Favorite-Strecken. Ich hoffe nur, dass ich hier das Auto gut zum Arbeiten bekomme. Weil wir dürfen nie vergessen, wir sitzen auch noch in einem Sauber. Früh die Lenkung aufmachen, dann sollte das gut funktionieren. Aber ich hätte mir meinen Verschleiß angucken müssen, ne? Ja, alles super. Okay, fahren wir mal ein, zwei Runden, dass ich reinkomme. Hamilton auf roten Reifen, da können wir eh nicht mithalten dann. Ja, Hamilton, wenn, dann musst du schon unten rechts mal auf dein Gaspedal drücken, wenn du vorbei willst. Ey, guck mal, wie er mich in eine Bande drückt. Vollidiot. Uiuiui. Was für ein geiles Duell auf der Geraden schon. Jetzt mal ohne Scheiß, Leute. Schon wirklich geil. Wisst ihr was? Fett, Junge! Ja, Mercedes abgehört. Etwas abbekommen. Scheint nur geringfügig zu sein. Aber gehe es etwas ruhiger an, um das Problem nicht zu verschlimmern. Das musste jetzt einmal sein, Leute. Sorry. Ja, Karre gleich kaputt gefahren.
Ja, willst du wirklich vorbei, Herr Hamilton? Kauf dir Leistung. Ja, jetzt fahr! Alter, bin ich schnell! So, die Runde knall ich noch. Okay, also das funktioniert dies Jahr nicht mehr, so haarscharf da reinbremsen. Da fährt das Auto viel zu viel Grip, der kommt da nicht rumgedrückt. Ein Dorm da vor uns. Dann machen wir mal. Ups, falscher Knopf. Bestätigt. Du kannst am Ende dieser Runde reinkommen. So, dann wollen wir mal rein in die Box. Und dann würde ich sagen, Leute, fangen wir an mit den allgemeinen. Wie heißt es? Training Sessions. Würde ich einfach mal so sagen. Mir juckt die Nase. Was das wohl nicht? Ah, mega cool, einfach. Endlich mal wieder eine Strecke, die ich auch ab den letzten zwei Rennen, die waren nicht so prickelnd. Motiviert mich das gerade so ein bisschen. Klar, jetzt am Anfang kann man sagen, oh, du hast da mit Hamilton schon wieder zurückgespuckt. Macht doch Spaß, auch einfach mal durchzubrennen mit so einem Fahrer. Durchzubrennen. Geh! Da wirklich richtig Hackengas, Mann, dass das dann in die Hose geht. Ja, schade einfach. So, wir müssen natürlich Reparatur einfach mal überspringen gerade. Jo, ist doch kein Ding. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir ab in die Season-Info. Und Strecken, ja, fangen wir einfach mit dem ersten an, Leute. Ja, wir haben nur einen Satz gelbe, gut, die fahren wir dann auch fliegende Runde. Wir kennen die Ausfahrt jetzt schon und auch schon gezeigt. So, ab geht die Post. Sollte ich eigentlich schnell hinbekommen. Eieieiei, das war ganz schön eng. Ja,
ist jetzt alles maximal, ne? Volle Punktzahl, Leute. Programm abgeschlossen. Gute Arbeit. Kehren zur Garage zurück. Sehen wir uns die Daten an. Ist im Moment auf P9. Ja, du willst doch nicht rechts vorbei. Ach, diese KI. Das ist doch gerade zum Lachen, oder? Ist doch ohne Scheiß. Wieso fährt man denn da links vorbei? Sorry, links war es, ne? Kann doch gerade nur ein Scherz gewesen sein. Ja, und jetzt keine Leistung haben, ne, Herr Vettel. Typisch. Typisch. Ich komm vorbei, Mama. Auch wenn ich nur 0,001 km/h schneller bin. Kennen wir ja auf der Autobahn auch, ne? Manche LKW-Fahrer. Nee. Recht euch da nicht alle drauf angesprochen. Es gibt LKW-Fahrer, wenn die sehen, ich bin nur so minimal schneller, stellen die ihren Tempomaten mal langsamer und fahren hinter andere her. Nur es gibt halt auch einfach Idioten, die dann so langsam an dem vorbeikommen. Ja. Haben wir gerade die Tage gehabt. Ich glaube, wir sind knapp 10 Minuten oder was auf der Autobahn hinter dem einen hergefahren. Und dann hat der auf der rechten Spur, also der überholt worden ist, aufgegeben. Der ist dann einfach langsamer geworden. Also ein Bullshit. Manchmal ist es wirklich Bullshit. So, was machen wir denn? Reifenmanagement? Probieren wir es? Einfach in Ruhe und Gelassenheit, würde ich sagen. Probieren wir es. Wir haben es ja die letzten Male ja auch hingekriegt. Wenn es nur ein paar Forschungspunkte sind. Es sind Forschungspunkte, die wir einfach benötigen, ne? Wenn wir uns die KI nicht stört, könnte ich es eigentlich locker hinbekommen, meiner Meinung nach. So, dann wollen wir mal. Ja, hier könnte das echt schwer werden, weil die Strecke einfach zum Vollgas verleitet. Fuck. Habe ich nicht aufgepasst. Habe ich gerade geträumt. Ohne Scheiß. Okay, jetzt probieren wir es aber. Okay, wir müssen das Tempo hochschrauben. Wir erreichen unsere Ziele nicht. Wir werden das Programm erneut durchführen müssen, wenn wir das Delta nicht in den grünen Bereich kriegen.
Eieiei, die Delta-Zeit ist echt hardcore. Ob ich die Zeit wieder raushole, das bezweifle ich. Und diesmal könnte es wirklich klappen. Schaffen wir nicht, weil der Ocon uns wirklich genervt hat jetzt. Das Trainingsprogramm ist vorbei. Mehr brauchen wir nicht fürs Erste. Aber möglichst schnell in die Garage. Ja gut, können wir eigentlich so zurückgehen zur Garage. Umso mehr sparen wir an Motorleistung. Meiner Meinung nach. Ist grün, nicht schön, aber selten, Leute. Nein, wir behalten den alten Satz. Warum sollen wir einen neuen Satz Reifen nehmen? Macht überhaupt keinen Sinn in meinen Augen immer. Kann doch erstmal den Reifen wirklich gar fahren. Sonst macht es doch überhaupt gar keinen Sinn, das alles. So. Spritsparen ist jetzt angesagt. Ganz easy, einfach nur früher vom Gas gehen, rollen lassen, gut ist die Geschichte. Und natürlich in der Delta-Zeit bleiben. Alter! Warum vertue ich mich eigentlich jetzt jedes Mal in der Kurve, wenn ich langsam fahren soll, hä? Ja, boah, hast du gesoffen oder was? Oh, mit Sprit sparen, das wird aber schwer hier. Jetzt kommt der nächste Idiot, der mir wieder auf den Sack geht. Gastrol, überhol doch, oder wer du auch bist. Mein Gott. Okay, du warst in dieser Runde nicht gut genug. Versuch es noch einmal.
Es wird nicht so einfach, Benzin zu sparen auf der Strecke, habe ich das Gefühl. Unterwegs grün. Das war eine akzeptable Runde, aber du schaffst definitiv mehr, wenn du daran arbeitest. Ja, auch wieder grün. Nicht schön, aber selten. Ja, gut. Vielleicht mache ich die dann noch mal im zweiten oder dritten Training, keine Ahnung. Mich stören einfach die Fahrer, ne? Extrem auf der Strecke. Also das muss man jetzt auch mal ganz klar sagen. Qualifikationstempo. Ja, das werden wir jetzt auf jeden Fall probieren. Mal gucken, was wir rausholen. Was haben wir denn hier noch als Teamziele? Autoeinstellung, absolviere eine Runde mit mindestens zwei verschiedenen Boliden-Einstellungen während des Trainingssessions. Schnellster Sektor 1. Aber gut, das werden wir uns jetzt noch holen, ne? Qualifikationstempo, nagelneuer Satz, Reifen natürlich, fliegende Runde, volle Concentration. Würde ich vielleicht auch gerne zweimal machen. Einmal mit dem Setup und dann einmal das Setup doch ein bisschen mehr auf Grip stellen und dann mal gucken, was wir dann rausholen. Können wir dann ja mal gucken. Aber abwarten und Tee trinken jetzt. Motor steht auf Fett. Okay, gehen wir mal zurück in die Box. 1.16.290 wäre etwas besser noch gegangen. Also muss ich jetzt... Unsere beste Runde bis jetzt liegt bei
2, 1 Minute, 16,2. 290. Okay. Jetzt werden wir das mal ausprobieren, um euch mal zu zeigen, wie ich das mache, wenn ich... ja doch, ist richtig. So, jetzt gehen wir wieder unter Qualifikationsziele. Weil da hat man immer einen guten Vergleich. Also ich mache das einfach gerne. Qualifikationsziele, weil wir 2 Satzreifen haben, nehmen wir natürlich jetzt den 2. Satzreifen, um die gleiche Bedingung zu erfüllen. Fliegende Runde. Und gucken mal, was passiert mit diesem Setup. So kann man ein bisschen testen, was einem natürlich besser liegt. Man muss natürlich auch ein bisschen definieren, die Runde war nicht ganz okay. Eine 1.15 hätte man vielleicht schaffen können mit dem anderen Setup. Also im Infield sind wir auf jeden Fall verdammt schnell. Das könnte man sogar noch ein bisschen optimieren. Auch durch die Kurve kommt man einfach viel schneller. Wir erreichen sogar die gleiche Topspeed. So, 1.16.228. Daran kann man sehen, dass ich einfach etwas schneller war. Und das Auto, oh, das Auto liegt auch einfach besser. Ja, wie ich dann nachher fahre, das entscheide ich im 2. oder 3. Training. Aber ihr habt gesehen. Reparaturarbeiten am Wagen haben uns etwas Zeit gekostet. Okay. Auch wenn man manchmal denkt, boah, das Setup ist perfekt. Man kann immer noch ein bisschen was bei Raum holen. Ja, die Rennstrategie, das werde ich dann beim nächsten Mal machen. Ich würde sagen, wir spulen einfach vor. Wir sind ziemlich viele Runden wieder gefahren, weil viele Runden gleich viel Verschleiß ist nicht so toll, Leute, ne? Gerade bei unserem Motor ist das nicht so toll. So, stellen wir mal die Zeit schnell. So. Ein schneller Blick auf die Reihenfolge am Ende dieses Trainings. Hier sehen ich bin eigentlich ziemlich zufrieden. Klar, die anderen sind wahrscheinlich, haben nicht so geknallt. Es ist auf jeden Fall eine Strecke, wo ich gut mithalten werde. Oder versuche ich mithalten zu können. Werden wir dann auf jeden Fall in der Qualifikation und im Training morgen und übermorgen, im Rennen morgen und übermorgen sehen. Übermorgen. Werden wir das in der Qualifikation, werdet ihr das sehen. Ich gehe jetzt in Training 2, ich wollte euch nur einmal zeigen, was wir an Ressourcenpunkte gekriegt haben und ob wir updaten können. Ja, bei 1027 Punkten möchte ich gerne mal wissen, was würde er uns denn jetzt empfehlen? Er würde uns empfehlen, dass wir jetzt updaten, aerodynamische Leistungsvergleich. Zum Beispiel, wir würden dann an Haas F1 Team vorbeiziehen, wenn wir jetzt da den Heckflügel verbessern würden. Ich glaube, wir machen es einfach. Entwickeln in Österreich. Wie lange ist das? Warte mal ganz kurz. Einmal abbrechen. 2 Wochen. Okay. Okay, gekauft, Leute. Ja. Werden wir mal sehen, was uns da erwartet. Ich sage auf jeden Fall vielen, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Wir hören uns morgen wieder zur Qualifikation. Bis dann. Tschüss.